Mit James Gunn von Guardians of the Galaxy auf dem Regiestuhl ist ein weiterer Streifen für Suicide Squad in Arbeit. Hier ist alles, was wir bisher wissen. Seit dem Kinostart von Suicide Squad im Jahr 2016 sind nun fast 5 Jahre vergangen. Und die Wartezeit auf den zweiten Teil des Franchises hat länger gedauert als die meisten anderen. Was vor allem auf die negative Resonanz des ersten Films zurückzuführen ist. Zum Glück müssen eingefleischte DC-Fans ihre Geduld nicht mehr lange auf die Probe stellen. Denn James Gunn's The Suicide Squad kommt am 6. August 2021 überall in die Kinos und auf HBO Max. Aufgrund der anhaltenden Bedenken rund um Covid-19 und die globale Pandemie wird Warner Bros. Auch in absehbarer Zukunft alle seine Filme sowohl im Kino als auch im Premium-Streaming-Dienst veröffentlichen. Die Besetzung von The Suicide Squad ist gigantisch und bietet eine schöne Mischung aus alt und neu. Eine Handvoll Mitglieder aus der Version von 2016 kehren zurück. Dazu gesellt sich eine bunte Crew von Neulingen. Was die wiederkehrenden Namen angeht, so wird Margot Robbie ihre Rolle als Harley Quinn wieder aufnehmen. Joel Kinnaman kehrt in seiner Rolle als Militär Rick Flagg zurück. Jay Courtney schlüpft erneut in sein Captain Boomerang Alter Ego. Und Amanda Waller, das Superhirn der Task Force X, wird dank Viola Davis sowohl auf dem großen als auch auf dem kleinen Bildschirm zu sehen sein. Neben der zurückkehrenden Besetzung kann man sich auch auf eine ganze Reihe neuer Gesichter freuen. Zu den Neulingen gehören Idris Elba als Bloodsport, Mai Ling Ying als Monger, Flula Borg als Javelin, John Cena als Peacemaker, Peter Capaldi als The Thinker, Alice Braga als Sol Soria, Pete Davidson als Blackguard, David Dastmalchian als Polka Dot Man, Michael Rooker als Servant, Nathan Fillion als TDK, Storm Reid als Tyler, Daniela Melchior als der zweite Ratcatcher, Sylvester Stallone als King Shark, Sean Gunn als Wiesel, Juan Diego Botto als Silvio Luna, Joaquin Cosio als Mateo Suarez, Jennifer Holland als Emilia Harcourt und John Ostrander als Dr. Fitzgibbon. Taika Waititi soll ebenfalls eine nicht näher spezifizierte Rolle in dem Film haben. Einige dieser Charaktere, wie zum Beispiel King Shark, ein monströser humanoider Hai, der eine beliebte Rolle im Arrowverse gespielt hat, und Bloodsport, der berühmt dafür ist, Superman mit Kryptonit zu beschießen, sind sowohl in den Comics als auch im Film als Fanlieblinge bekannt. Andere neue Mitglieder sind B-Schurken, die Gunn vermutlich überarbeitet hat, damit sie in den humorvollen Ton und die Story passen. Wenn es eine Sache gibt, für die Suicide Squad in den Comics bekannt ist, abgesehen davon, dass es sich um ein Team von Bösewichten handelt, die gezwungen sind, gute Taten zu vollbringen, dann ist es die Tatsache, dass bei ihren Missionen oft die Hälfte des Teams ums Leben kommt. Aus diesem Grund sollte man bedenken, dass es nicht gerade die klügste Entscheidung ist, sich an ein Mitglied des Suicide Squad zu klammern. Es ist nicht die Frage, ob einer von ihnen sterben wird, sondern eher, wer. James Gunn hat angedeutet, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass nur 2 Mitglieder der Truppe das Ende des Films in einem Stück erreichen werden. Fans haben spekuliert, dass Harley Quinn, Rick Flagg und Amanda Waller dank ihres Franchise-Panzers am ehesten unversehrt herauskommen werden. Gunn antwortete jedoch mit: "Kein Charakter wurde von DC geschützt. Sie gaben mir einen Freibrief zu tun, was ich wollte." Das gilt auch für neue Sympathieträger, wie Sylvester Stallones King Shark, der dank der Trailer bereits für seine gleichzeitig blutrünstige und knuddelige Persönlichkeit von der Fangemeinde gefeiert wird. Diese Bedenken werden noch dadurch verstärkt, dass Gunn dafür bekannt ist, geliebte Charaktere zu töten, wie in den beiden bisherigen Guardians of the Galaxy Filmen zu sehen war. Vermutlich wird man sich von mehr als einer Lieblingsfigur verabschieden müssen. Im Einklang mit der großen Besetzung und der überarbeiteten Optik scheint die gesamte Handlung von The Suicide Squad in eine ganz andere Richtung zu gehen als im ersten Film. Laut James Gunn und Produzent Peter Safran wird die Mission des Teams sie auf die fiktive lateinamerikanische Insel Corto Maltese führen. Safran verriet, dort müssen sie ein Gefängnis und Labor aus der Nazi-Ära namens Jotunheim zerstören, in dem politische Gefangene festgehalten wurden und Experimente stattgefunden haben. Gunn fügte hinzu, dass einige grauenvolle Geheimnisse ans Licht kommen werden. Apropos grauenvoll. Der zweite Trailer des Films macht deutlich, dass die Leiterin der Task Force X, Amanda Waller, wie immer zwielichtige Dinge im Schilde führt. Anscheinend wird Idris Elbas Charakter Bloodsport gegen seinen Willen gezwungen, dem Team beizutreten, indem Waller scheinbar seine Tochter bedroht. Ihre Beweggründe? I wouldn't take such extreme measures if this mission went more important than you could possibly imagine. Are you in or out? Was ist diese Bedrohung und wie hängt sie mit den Nazi-Experimenten zusammen? Während Warner Bros. Und das Kreativteam die verschiedenen Geheimnisse der Handlung für sich behalten haben, wurde nun enthüllt, dass das Team den Auftrag erhält, alles zu zerstören, was mit etwas zu tun hat, das Project Starfish genannt wird. Und wie der Trailer verrät, scheint dieses Projekt einen klassischen DC-Bösewicht namens Starro einzubeziehen, der, nun ja, eine Godzilla-große Seesternkreatur mit übersinnlichen Kräften ist. In den Comics war er der erste Gegner, dem die Justice League of America jemals gegenüberstand. Niemand hat je behauptet, dass Silver Age Comics subtil waren. Starro mag abwegig sein, aber in Anbetracht des Tons von Gunn's The Suicide Squad wird dieser kolossale Feind wahrscheinlich perfekt passen.
Warner Bros. Hat mehrere Trailer für The Suicide Squad veröffentlicht, wobei der neueste am 22. Juni im Internet aufgetaucht ist. Hey guys, sorry I'm late. Had to go number two. Good to know. Jeder Release erhielt eine enthusiastische Resonanz von den Fans und stieß sogar auf massives Interesse bei denen, die vom Film 2016 enttäuscht waren. Die Trailer scheinen zwar nicht die großen Geheimnisse des Films zu verraten oder zu enthüllen, welcher der bösen Weltverbesserer in den sauren Apfel beißt, aber sie machen deutlich, dass es sich hier größtenteils um eine andere Task Force X handelt als die, die im vorherigen Film zusammengestellt wurde. Und das aus einem völlig anderen Grund. Die vielleicht größte Errungenschaft des Trailers ist, wie sie den bissigen, humorvollen Ton des Films vermitteln, getreu dem Stil von James Gunn, während sie auch emotionsgeladene Momente enthalten, besonders in Bezug auf Bloodsports Familienbeziehung oder Harley Quinn, die zutiefst gerührt ist, dass das Team ihr Leben retten will. Schon jetzt stellen DC-Fans online Verbindungen zu den neuen Charakteren her, die in den Trailern gezeigt werden, da jeder von ihnen eine einzigartige, faszinierende Hintergrundgeschichte zu haben scheint. Von der depressiven und schmollenden Art des albernen Polka-Dot-Man bis hin zu dem Unbehagen, das Weasel bei seinen Kollegen verursacht. Natürlich wollen Gunn und Warner Bros. Sicher gehen, dass die Zuschauer eine Verbindung zu diesen Figuren aufbauen, bevor sie anfangen, sie umzubringen. Ist The Suicide Squad ein Sequel oder ein Reboot des Films von 2016? Das ist die große Frage. Die wiederkehrenden Darsteller deuten darauf hin, dass es sich um eine Fortsetzung handelt. Aber die völlig andere Atmosphäre sagt das Gegenteil. Und dann ist da auch noch der Titel, The Suicide Squad. Er ist im Originalfilm extrem ähnlich, aber mit dem Zusatz The. Warner Bros. Geht mit The aufs Ganze. The Batman, The Suicide Squad. Die Möglichkeiten sind endlos für Reboots und Sequels mit dem Wort The vor bestehenden Filmtiteln. Anscheinend ist es technisch gesehen weder ein Sequel noch ein Reboot. Gunn hat zwar bestätigt, dass der Film im DCEU angesiedelt ist, aber es ist auch klar, dass diese Version nicht den Stil, die Stimmung oder die baumelnden Handlungsstränge des ersten Teils fortführt. Das erklärt, warum es eigentlich kein Sequel ist. Mit anderen Worten, wenn euch der 2016er Film gefallen hat, könnt ihr die beiden Filme miteinander verbinden. Aber wenn ihr den Originalfilm nicht mochtet oder ihn wie die Pest gemieden habt, hat Gunn selbst bestätigt, dass nichts in seinem Film es notwendig macht, 2016er Version zu schauen. Produzent Peter Safran hat unterdessen gesagt, dass Gunns Film ein totaler Reboot werden würde. Aber anscheinend meinte er das eher in dem Sinne, dass er die Reihe zurücksetzt, anstatt die DCEU-Kontinuität weiterzuführen. Man kann die 2016er Version ignorieren oder nicht. Das bleibt euch überlassen. Das heißt, obwohl Gunn sein eigenes Ding auf seine eigene Art und Weise durchzieht, hat er sich dem Film von David Ayer gegenüber sehr freundlich gezeigt. Gunn erklärte, "Ich finde, der Originalfilm hat die Charaktere fantastisch besetzt. Vor allem die, die ich verwendet habe. Ich habe geändert, was ich wollte und nicht repariert, was auch nicht kaputt war." John Cenas Charakter mit dem glänzenden Helm, Peacemaker, wird Anfang 2022 in einer HBO Max-Serie erneut zu sehen sein. James Gunn ist die kreative Kraft der kommenden Peacemaker-TV-Serie und hat alle 8 Folgen der Serie selbst geschrieben. In den Comics ist Peacemaker als extremistischer Pazifist bekannt, der den Frieden so sehr liebt, dass er dafür töten würde. Er war schon immer ein Kultfavorit, aber offenbar war John Cenas Darstellung der Rolle so beeindruckend, dass Gunn die Sache weiterführen wollte. Gunn seinerseits beschreibt Peacemaker als den größten Mistkerl der Welt und sieht die Serie als eine Möglichkeit, Probleme der realen Welt zu behandeln. Doch bevor ihr davon ausgeht, dass damit Peacemakers Überleben in The Suicide Squad gesichert ist, solltet ihr noch einmal darüber nachdenken. Die HBO Max-Serie wird sich mit den Anfängen des Charakters befassen. Nicht zu vergessen, dass Marvel erst nach Endgame einen Black Widow-Film veröffentlicht hat. Wenn es um The Suicide Squad geht, kann man mit Sicherheit sagen, dass niemand sicher ist, Peacemaker eingeschlossen. Hier geht es zu einem unserer neuesten Videos. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über The Suicide Squad. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen.